Kali. Mann, schon die zweite Woche Ferien, sagte Ella zu Tim. Beide fuhren gerade zu Rentsch. Timmy grinste nur und sagte, nein, Glück, mir fehlt die Schule. Ella drehte die Augen und sagte, nein, ich habe mich gerade erst an die Ferien gewöhnt und zack, sind sie schon vorbei. Ach, Ella, sagte Tim. Aber heute ist Halloween. Heute ziehen wir wieder um die Häuser, um die Welt zu retten. Ella lachte und sagte, naja, wenn man es so betrachtet, habe ich die letzten beiden Male das gemacht. Ich habe Knopfgeister freigelassen und Kinder gerettet. Timmy nickte und sagte, aber ich denke, heute wird es eher ein zuckerhaltiges Halloween und grinste. Ella nickte und sagte, das denke ich auch. Kaum waren sie am Stall angekommen, rief Ecki schon, Tim, komm mal rüber. Timmy rannte gleich rüber und Ella lief hinterher und schaute zu, wie die beiden so Gitter auf den Hänger luden. Ecki machte wie immer seine üblichen Späße und musste wie immer selbst über sich lachen. Er stieg in seinen Pickup und sagte, ich fahre jetzt zu Klaus und bin bis morgen weg. Also seid vernünftig. Konsti und Gab bleiben heute Nacht hier und passen auf. Naja, ich glaube, die haben wohl eine kleine Halloween-Party im Saloon. Seid ihr auch eingeladen? Timmy schüttelte mit dem Kopf. Ecki lachte und sagte, tja, dann wollen die euch wohl nicht dabei haben. Und fuhr lachend los. Ella sagte, oh Mann, die sind voll gemein. Die wollen uns nicht dabei haben, Tim. Timmy grinste und sagte, ist mir egal. Ich bin da gar nicht so scharf drauf. Ella lief Tim hinterher und sagte auf einmal, aber weißt du was? Irgendwann sind wir hier die Großen und dann laden wir die auch nicht ein. Dann sind wir nämlich die Coolen. Beide kicherten und gingen in den Stall, um ihr Halfter zu holen. In der Stallgasse standen Konsti und Gab. Beide schienen irgendwas Wichtiges zu besprechen, da sie immer leiser wurden, je näher man kam. Na, rief auf einmal Ella, plant ihr eure Party? Beide schauten wie erwischt hoch und Konsti grinste doof. Gab drehte sich wieder zu Konsti und sagte, ja, Ella. Die ist aber nicht für Babys. Ella grinste nur und sagte, oh, mein Gäbchen, so hast du mich ja schon lange nicht mehr genannt. Sie nahm ihr Halfter und lief wieder los, um Boji zu holen. Draußen sagte Tim leise, Ella, du bist immer so peinlich, ne? Wieso denn? Sagte Ella, ich hab doch nur gefragt und lachte laut. Heute beschlossen die beiden, spazieren zu gehen, da sie ja nicht reiten durften, wenn Ecki nicht da war. Beide putzten ihre Pferde und Ella murmelte die ganze Zeit, was hast du dir bloß dabei gedacht, Boji? Du siehst schon wieder aus wie so ein Schlammtier. Tim war schon fertig und schrubbte nun auch mit an Boji rum, dem kleinen Tinkerbell. Dem schien das aber zu gefallen. Er streckte seinen Kopf vor und zog zu Grimassen. Ella schaute ihn ganz verliebt an und sagte, dem kann man einfach nicht böse sein. Timmy grinste auch nur und sagte, na dir auch nicht. Endlich liefen beide los und sahen, wie Konsti und Gab mit Halloween-Dekoration in den Saloon liefen. Konsti rief, wollt ihr uns helfen? Ella rief gleich zurück, nein, Babys können sowas nämlich nicht. Jetzt musste Konsti lachen und lief wieder Gab hinterher, der nur mit dem Kopf schüttelte. Timmy zischte von hinten, Ella, du bist so peinlich, ne? Ella drehte sich zu Tim um und sagte, wieso denn? Ich hab doch nur geantwortet. Im Wald war es heute echt schön, die Sonne schien so stark, dass Ella ihre Jacke auszog und um Bojis Hals wickelte. Beide schnatterten und sie liefen und liefen, bis Ella sagte, du, aber Timmy, zurückreiten wir, ne? Timmy sagte gleich, Ella, du weißt das doch, dass wir nicht reiten dürfen. Jaha,
sagte Edda. Ich weiß was. Ich reite und du bist artig und läufst. Timmy sagte, ja, wenn du meinst, ich laufe weiter. Edda sagte, na dann, und wollte auf Bochi raufspringen und rutschte ab. Und zack, lag sie zwischen den runtergefallenen Blättern. Timmy lachte und sagte, das war der heilige Ecki, der hier im Wald spukt. Edda grinste und stand wieder auf und rief, oh, heiliger Ecki, ich wollte natürlich nicht reiten. Aufeia, sagte mit einem Mal eine Stimme. Es war Hedwig und sie hatte einen richtig tollen Hut auf und lachte. Der heilige Ecki also, sagte sie, ihr beide seht aber auch niemanden und schnattert. Edda sagte, hallo, Oma Hedwig, dass wir uns so schnell wiedersehen. Was machst du denn hier? Timmy sagte, na, sie wohnt doch hier. Aber das ist doch nicht der Wald, wo wir dich sonst immer treffen, sagte Edda. Doch, sagte Tim. Hedwig wohnt ganz nah bei der Rentsch. Hedwig nickte und sagte, ah, kleine Edda, hat ja recht, aber so ein großer Wald, da kann man schon mal in die Irre geführt werden. Hedwig strahlte die beiden an und sagte, ah, heute Süßes oder Saures? Edda nickte sofort und sagte, ich würde schon gerne bei dir klingeln, aber so im Dunkeln durch den Wald finde ich schon gruselig. Hedwig schaute nun ganz traurig und sagte, ja, deswegen klingelt ja auch niemand bei mir. Nun war es auf einmal still. Nun lächelte Hedwig wieder und sagte, euch einen schönen Abend, und lief weiter ihres Weges. Timmy sagte leise, wenn wir heute Abend zu Rentsch fahren und vorn den Weg einbiegen, sind es nur ungefähr 100 Meter bis zu ihr durch den Wald. Also, wir könnten ihr die Freude machen. Edda nickte und sagte, ja, genau, das machen wir. Langsam liefen die beiden zurück und sie hatten einen Plan. Sie wollten Hedwig im Wald besuchen, mit ihrem Kostüm. Es war ja schließlich Halloween. Als Edda wieder bei ihren Großeltern war, rannte sie gleich in ihr Zimmer und schüttelte die Tüte von Tante Rita aus, um zu sehen, was sie diesmal für ein Kostüm eingepackt hatte. Edda starrte auf den Boden und hob es ganz zögerlich auf und staunte. Sie zog es auseinander und sagte leise, Heibi Kreibi, das ist ja mal was ganz anderes. Ihr Opi kam ins Zimmer und lachte laut, als er Eddas Kostüm sah, was sie immer noch hochhielt. Du bist ein Kürbis dieses Jahr? Edda nickte und sagte, da lachen bestimmt alle, und zog es direkt über. Oma, rief ihr Opi, komm mal. Er bückte sich und setzte Edda die kleine Mütze auf, die noch auf dem Boden lag. Es war der Kürbisstrunk. Oh nein, wie süß, sagte ihre Oma, die nun auch im Zimmer stand und Edda begutachtete. Eddas Opa lachte immer noch und sagte, kannst du dich in meinen Vorgarten stellen? Du passt da gut zwischen die anderen Pfirsiche. Kürbisse, meinte ich. Edda lachte und sagte, so eins hatte ich noch nie. Das sieht aber schon oll aus, oder? Oh nein, sagte ihre Oma. Und trotzdem schmunzelte sie so komisch. Es klingelte und Tim stand schon komplett umgezogen vor der Tür. Edda maulte rum. Wie macht er das bloß? Wir sind doch gerade erst nach Hause gekommen. Sie nahm wütend den Korb und rief schon von Weitem. Wehe, du lachst, ja, Tim? Timmy sah allerdings aus wie ein Superheld. Der musste sich übrigens das Lachen auch schon verkneifen. Er sagte gar nichts zu Edda, als ein kleiner Kürbis durch die Tür kam. Es war schon später Nachmittag und es wurde schon leicht schummrig. Beide setzten sich auf ihre Fahrräder und fuhren los. Sie fuhren an der Ranch vorbei und Edda versuchte, was zu erkennen, ob die Party von Consti und Gab schon im Gange war. Sie fuhren den Weg weiter lang bis zu diesem kleinen Waldweg, den Edda
vorher noch nie so richtig wahrgenommen hatte. Tatsächlich, kaum waren sie in dem Wald, sah man schon Hedwigs Haus. Das sah so herausragend aus. Dieses weiße Haus war so mit hellem Licht gefüllt und man konnte von außen unzählige Kerzen erkennen. Es war ja so schön geschmückt. Beide lehnten die Fahrräder gegen den Zaun und kicherten, weil es war ja eine Überraschung, dass sie heute bei ihr klingeln und nach Süßes und Saures fragen. Langsam liefen sie die Treppe hoch. Von dort aus konnte man voll reinschauen. Edda sagte leise, "Boah, sie ist so schön eingerichtet." Emmy flüsterte zurück, "Komm, wir klingeln und rufen dann ganz laut Süßes oder Saures." Edda nickte und drückte auf die kleine Klingel. Ding, dong, oh, hörte man Hedwig sagen. Wer hat sich denn hierher verirrt? Man hörte es rumpeln und rufen. Komm gleich. Nun hörte man die Schritte. Als sie an die Tür kam, fragte sie, wer ist denn da? Beide riefen gleichzeitig, Süßes oder Saures. Oh, herrlich, hörte man sie sagen und riss die Tür auf. Beide wiederholten ihren Spruch und Hedwig war sichtlich berührt und sagte, oh nein, ich habe gar nichts vorbereitet, da sich hier nie einer verirrt. Sie zögerte einen Moment und sagte, wartet, ich habe eine Idee und rannte wieder in die Stube zurück. Man hörte sie kramen. Beide schauten sich an und Edda sagte leise, na, die Überraschung ist es aber gelungen. Jetzt kam sie wieder und hatte einen kleinen Beutel in der Hand und sagte, hier, das ist der kleine Kalli. Allerdings ist er anders als die anderen Knöpfe. Mit diesem Kalli könnt ihr in die Vergangenheit sehen. Nun hob sie den Finger und sagte, allerdings nur an Halloween. Edda strahlte und sagte, oh mein Gott, Hedwig, so etwas gibst du uns? Sie nickte und sagte, ich weiß ja, dass ihr beiden schon Knopfgeister gesehen habt und in Kashapaya wart. Wollt ihr noch ein Stück Kürbiskuchen? Beide nickten und Hedwig drehte sich sofort um und verschwand in der Küche. Edda schaute Tim an und sagte leise, wie krass ist das bitte? Gleich kam Hedwig zurück und drückte den beiden ein Stück in die Hand und sagte, es ist so schön, dass ihr beide hier wart. Danke. Timmy nickte und Edda trällerte, schönen Abend noch, Oma Hedwig. Und legte den kleinen Beutel in ihren Fahrradkorb. Timmy fuhr wieder wie ein Verrückter vor. Scheinbar wollte er schnellstmöglich aus dem Wald raus. Dabei war es wirklich nur ein ganz kurzer Weg. Edda versuchte hinterher zu kommen und starrte auf den kleinen Beutel und hatte so viele Fragen. Bisher konnte sie ja nicht mit Tim reden, da er es ja so ultra eilig hatte und schon vor der Ranch wartete. Edda schaute auch gleich wieder rüber und versuchte was zu erkennen, ob schon die Party von Consti und Gap angefangen hatte. Aber es war einfach nichts zu sehen. Beide fuhren ganz langsam an der Ranch vorbei. Oben auf dem Berg angekommen, hielt Tim an und sagte, also, wenn man mit diesem Knopf ja in die Vergangenheit schauen kann, warum gehen wir nicht zu Martha und geben ihn ihr und sagen ihr, sie soll nochmal an die Stelle zurückschauen, wo sie und ihre Schwester Hedwig sich verstritten haben? Edda machte große Augen und sagte, das ist ja ein genialer Plan. Aber meinst du nicht, dass sie böse wird, wenn wir ihr sagen, wo wir den Kalli herhaben? Timmy grinste und sagte, das sagen wir einfach nicht. Wir sagen... Nun überlegte er. Und Edda sagte, ist doch ganz einfach. Wir sagen, den habe ich von Herrn Albrecht bekommen. Timmy unterbrach sie und sagte, wer ist das denn? Oh, sagte Edda, das ist eine ganz lange Geschichte. Aber er weiß alles und ich habe wegen ihm schon ganz komische Sachen erlebt. Sie kennen sich sogar. Timmy grinste und sagte, also,
wenn man mal eine gute Ausrede braucht, einfach Edda fragen. Edda grinste und setzte sich auf ihr Fahrrad und rief, los, komm, Halloween ist nicht mehr so lange. Der Kalli kann das nur heute. Nun fuhr Edda den Berg Richtung Dorf weiter runter und rief, Martha, wir kommen. Ganz außer Atem kamen sie bei Marthas Haus an und Timmy sagte leise, sagen wir ihn jetzt. Edda klingelte und sagte, überlass das mal mir. Timmy wollte gerade noch was sagen, als schon die Tür aufging und Martha das schönste Lächeln der Welt machte und sagte, oh, wie schön, dass ihr hierher gekommen seid. Edda rief, süßes oder saures, Martha? Martha lachte und sagte, was für ein Kostüm, so entzückend, die kleine Edda. Edda nickte und sagte, danke, Martha. Timmy stand wie versteinert neben ihr. Nun richtete sich ihr Blick auf Tim. Und wer bist du? Fragte sie. Ich bin Flash, ein Superheld. Oh, den kenne ich gar nicht. Nun drehte Martha sich um und ging rein. Timmy sagte leise, na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, Edda, wie du ihr das jetzt weismachen willst. Man hörte Martha zurückkommen und Edda grinste nur. Kaum war Martha zurück, sagte Edda, du, Martha, den soll ich dir von Herrn Albrecht geben und reichte ihr den Beutel hin. Da ist so ein besonderer Knopf drin. Mit dem kann man wohl in die Vergangenheit schauen. Er hat gesagt, er ist bei dir in sicheren Händen. Martha nahm den kleinen Beutel und schaute ganz erstaunt. Leise sagte sie vor sich hin, Ujemine! Und zog den Beutel auf und blieb wie erstarrt stehen und schaute nun rein. Nun sagte sie nichts mehr. Edda und Tim schauten sich an und dann wieder zu Martha. Sie starrte in den Beutel, als wäre dort ein Geist zu sehen. Edda sagte mit einem Mal, kann ich den auch mal sehen? Martha erschrak und schaute wie von einem Blitz getroffen Edda an und sagte, nein, vielleicht ein anderes Mal, und machte einfach die Tür zu. Timmy schaute Edda an und sagte, jetzt hat sie uns vergessen, unsere Süßigkeiten zu geben, die sie in dem Korb hatte. Edda lachte und sagte, ich glaube, heute gehen wir ohne Beute nach Hause. Timmy grinste Edda an und sagte, also, dass sie dir das abgekauft hat, ja? Respekt. Beide fuhren nach Haus. Sie hatten heute irgendwie keine Lust mehr, irgendwo zu klingeln. Rätselten und rätselten, was Martha da wohl gesehen hat in diesem Beutel. Abends im Bettchen erzählte Edda alles ihrem Ponyhu, dass Ecki zu Klaus gefahren ist und dass sie abends nicht zur Party eingeladen wurden. Naja, und das mit Hedwig, dass sie extra hingefahren sind, damit bei ihr auch mal einer klingelt an Halloween. Sie erzählte von Kalli, den sie nie gesehen hat, und von ihrem Plan, den sie geschmiedet hatten, diesen zu Martha zu bringen, da man an Halloween mit Kalli in die Vergangenheit schauen kann. Und dass Martha, als sie in den Beutel schaute, wie erstarrt war und sogar vergessen hat, ihnen ihre Süßigkeiten zu geben. Das Ponyhu hörte wie immer ganz aufmerksam zu und schmunzelte und sagte, was für ein genialer Plan. Edda sagte, ich musste Martha aber anlügen und habe gesagt, dass ich Kalli von Herrn Albrecht habe und ihn ihr bringen soll. Das Ponyhu grinste und sagte, das wird ja immer genialer. Edda, das ist keine Lüge. Das ist eindeutig eine gute Tat. Weißt du, wie Kalli funktioniert? Edda sagte leise, ja, nur an Halloween kann man in die Vergangenheit schauen. Das Ponyhu nickte und sagte, ja, und sobald
du den Beutel öffnest und reinschaust, zeigt er dir, was du noch einmal sehen sollst aus deiner Vergangenheit. Edda zuckte zusammen und sagte, ja, sie hat ihn geöffnet und stand da wie angewurzelt. Siehst du, ich weiß, was sie gesehen hat. Weißt du, Edda, das, was ihr beide heute getan habt, das war so, so selbstlos und einfach wirklich, wirklich wunderbar. Und ihr habt auf alles verzichtet. Weißt du was? Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Kashrapaya. Man hörte Edda leise sagen, oh ja, Kashrapaya, und schlief schon fast ein. Das Ponyhu schaute sie an und sagte leise, bleib bitte immer so, wie du bist. Und ich nehme dich heute mit nach Kashrapaya. Bis gleich, kleine Edda.